Herzlich willkommen zur deutschen GT-Meisterschaft, drittes Wochenende in Zandvoort. Wir sind nach einem Jahr Pause wieder zurück in den Niederlanden auf der frisch renovierten Strecke in den Nordseedünen, direkt an der Küste. Haben hier heute in der Pressekonferenz vor dem Event Mathieu Jaminet, unseren Tabellenführer. Wir haben Dries Fantor und wir haben Dylan Pereira. Mathieu, good morning. Welcome to Zandvoort. So since we met last time at Red Bull Ring, you made a trip to the US. Drove at Watkins Glen. That was not so successful at the end. But finally back in GT Masters. You set the quickest times this morning. Mathieu war schnellster heute Morgen von einer halben Stunde im ersten freien Training. So you continue where you left at Red Bull Ring here. Yeah, thank you. Good start to the weekend. For sure, I won't complain. We had quite a good car this morning to start with, and yes, it was a good start to the weekend. I had a really good lap. Also, we were on new tires towards the end of the session, so I don't know if the others put in new tires. So it's always difficult to judge during free practice sessions. But yeah, the car felt great, so this is definitely a good start into the weekend. Porsche was strong at Oschersleben, Porsche was strong at Red Bull Ring. In the past, Porsche was the most successful brand in GT Masters at Zandvoort with 4 wins so far. You did one win in 2018 when you claimed the championship. That was your only win that season. With the new layout, Porsche still seems to be very strong here. Yeah, I mean, it's difficult to say at the moment and to judge. I think we are not the only car which is strong looking at in the past, and GT World Challenge also series which race here on the same cars and same tires. Definitely the Lamborghini and the Audis also, they looks for me are the favorite. But I hope we are in the mix. It's so far it seems like it, but it's still very early into the weekend. So the real answer will be the qualifying tomorrow morning. I don't want to say too much because I think we can have some surprise. Okay, we have now two banked corners here at Zandvoort. Did you test here before? What are your experience with this corner? How do you like it? We didn't race before here, or at least myself and Michael. But we did a test earlier in March. I mean, the track was completely different. It was no rubber and was cold condition, so really difficult to judge compare what we are experiencing this morning, but the banking is really nice. Definitely makes the track quicker into turn one and turn four. I'm missing a little bit the last corner from the past because this was a proper corner where we had to take risk and was not easy flat, or you couldn't do flat. And now it's a little bit of a shame. I mean, it's a very nice banking, but it's easy flat. So hopefully it gives at least some opportunities to overtake into turn one with a very long straight, and that we can put a great show for the fans. Is it required to change anything on the tire pressure if you go to the banking here? Do you need a higher tire pressure than usual, or is there no big difference? Honestly, difficult to say, because the last time I drove was with a complete different car and a complete different tire. So for me, from what we can see, we are more or less in the range of what we are used to. But for sure, yeah, I think you have to be really careful with your rear left tire, definitely with the banking, and to don't get any puncture towards the end of the race. This could be also a key factor to keep in mind and make sure we finish. We have several teams in GT Masters using the GT3 Porsche, but so far on the first two weekends and also here this morning, you were at each weekend the quickest Porsche team. Of course, you are the reigning champion, team champions team, but what makes you so strong on every track, and why you're always the quickest Porsche team? I mean, it's difficult to say. At the moment, it's still early in the season. Maybe we had a better preparation because we did a couple of testing. I don't know if everybody did. And as you said, I mean, the team was already champion last year and the drivers as well. So I think the combination of both is really strong.
the engineer which is running the car is also quite experienced now with this one and run in different championship also with me at GPX Racing World Challenge and did the Grelo at Nürburgring. So, you know, he's definitely also a top class guy. And I think, yeah, the mixture we have at the moment is working well. And we seems a little bit stronger than the other Porsche, but I also believe that the others didn't have really clean weekends or not always luck with them. And we had a little bit of luck. So, I'm sure they have more potential and I guess they will show it in the next races. Okay, wenn es Fragen gibt an Mathieu oder an unsere weiteren Podiumsgäste heute, bitte die Fragen in den Chat posten oder über die F&A-Funktion im Zoom stellen. Dann werden wir die Fragen hier live während der PK beantworten. Vielen Dank. Thank you, Mathieu. Have a good weekend here and hopefully see you tomorrow. Yeah, thank you very much. I hope to see you tomorrow. Bye-bye. Dries Fantor, Team WRT Audi, herzlich willkommen. Wir machen auf Deutsch weiter. Ja, kein Problem. Es passt für dich. Du hattest ein gutes Wochenende, kommst vom perfekten Wochenende aus Italien, von der GT World Challenge jetzt nach Sandford. Hast dort gewonnen, zusammen mit Charles. Wie viel Rückenwind gibt das jetzt hier für Sandford? Vielleicht ein bisschen, aber am Ende sind zwei verschiedene Meisterschaften. Also hier fangen wir an von null. Wir haben noch nicht so ein ganz gutes Anfang der Saison gehabt, also wir sind, sagen wir das so in Deutsch, gebrennt für ein gutes Rennen für uns. Wir haben hier schon für zwei Wochen oder drei Wochen gefahren mit der GT World Challenge, also wir wissen ein bisschen, was wir machen hier, aber ja, wie ich gesagt habe, es ist ganz anders und das Niveau ist ein bisschen besser hier, also müssen wir auch mal probieren, ein bisschen besser zu sein. Du hast gerade angesprochen, du warst schon hier in Sandford mit der GT World Challenge, kennst die Strecke oder die renovierte Strecke schon ganz gut. Wie sehr unterscheidet sie sich dann wirklich am Ende für den Fahrer zu der vorherigen Strecke und ist sie schwieriger oder ist sie einfacher geworden? Vielleicht ein bisschen einfacher. Also wie Mathieu schon gesagt hat, die letzte Kurve ist eigentlich easy flat, auch im Regen. Vorher war da, wenn das Auto richtig gut war, war der vielleicht flat, aber dann war es nicht so einfach. Aber jetzt ist es ganz einfach. Und Turn 3 ist, hast du auch Banking, die war vorher schon ein bisschen gebankt, aber jetzt noch mehr. Und sonst ändert da nicht eigentlich so ganz viel. Sektor 2 bleibt gleich, also vielleicht ist es ein bisschen einfacher geworden. Schade. Du hast gesagt, ihr habt keinen einfachen Saisonstart gehabt. Bisher in Oschersleben und am Red Bull Ring. Was erwartest du dir jetzt hier an diesem Wochenende in Sandford? Der Audi war in den vergangenen Jahren sehr, 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 sehr stark hier. Was sind eure Einschätzungen für das Wochenende? Ich glaube, dass wir hoffentlich vorne mitfahren können. Quali ist wichtig hier, also probieren wir mal in die erste zwei, drei Reihen zu stehen und von daher können wir mal gucken, was im Rennen geht. Aber ich glaube, das ist das Wichtigste, dass Quali überholen geht ja nicht, ist nicht einfach bis geht nicht. Also wie ich gesagt habe, Quali ist wichtig für uns und wir probieren da vorne zu stehen und dann von da anzugreifen. Sandford ist traditionell in der Vergangenheit immer hart zu den Reifen gewesen, mit einem großen Reifenverschleiß, einem rauen Asphalt und dann noch ein bisschen Sand drauf. Hat sich das geändert oder erwartet ihr weiterhin einen hohen Reifenverschleiß? Vielleicht ist Reifenverschleiß ein bisschen besser jetzt, aber wie du sagst, das Sand hier ist schwer. Wie ich im GT World Challenge gehabt habe, im Sonntagrennen, war von die eine bis die andere Runde die vorletzte Kurve voll mit Sand oder nicht. Und das ist ganz schwer einzuschätzen. Er hat selber auch ein paar Fehler gemacht, zwei Positionen verloren. Also ich glaube, dass es diese Wochenende auch so gibt. Und dann bin ich mal gespannt, was da
was die andere, wie die anderen es anschauen. Vielleicht, dass die fahren, die den GT World Challenge auch gefahren haben, vielleicht ein bisschen wissen, aber die es nicht gefahren haben, vielleicht nicht. Und dann muss man hoffentlich, bin ich dahinter eine, die es nicht wissen, und dann vielleicht geht da was, aber muss man schauen. Könnt ihr davon profitieren, ja. Jetzt habt ihr natürlich auch eine spezielle Situation, wenn man auf die Punkte guckt. Du und Charles, ihr habt einen unterschiedlichen Punktestand, weil er am Red Bull Ring eine Prüfung hatte und dort nicht fahren konnte. Was ist das dann für eine Situation im Team? Weil für die Meisterschaft, also du bist ja immer jetzt besser gestellt von den Punkten. Wie geht ihr das Thema an? Ja, wir sind eigentlich beide nicht so ganz gut drauf, vielleicht ein bisschen besser, aber wenn es was geht für diese Saison noch, dann muss ich jetzt anfangen, dann muss ich jetzt probieren, mal ganz viele Punkte zu holen. Aber ja, ich meine, ich kenne Charles und das Team, wir sind immer zusammen und wir sind ein Team und wir fahren auch wie ein Team und Charles probiert das Beste zu machen, ich probiere das Beste zu machen und das ist so. Am Ende, wenn hoffentlich, schau mal, wenn das gut geht bis vom jetzt an, dass wir vorne mitfahren können, dass wir gute Punkte holen können, dann am Ende der Saison ist der Charles dabei und dann, das ist das Wichtigste. Prima, dann schauen wir mal, was es an diesem Wochenende gibt. Ich sehe keine Fragen für Dries. Vielen Dank. Danke. Dann einen erfolgreichen Nachmittag und vielleicht Dankeschön. Sehen wir uns am Wochenende nochmal. Danke. Danke. So, jetzt haben wir Dylan Pereira hier. Dylan, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns vorbeizuschauen. Zurück im ADAC GT Masters. Nach einem Wochenende Pause am Red Bull Ring warst du nicht dabei. Da bist du in der WEC gefahren. Dafür in den vergangenen beiden Wochenenden am Red Bull Ring gewesen. Ich glaube, in den letzten 4 Wochen bist du RSR gefahren aus der GTE-Klasse, das Cup-Auto, jetzt das GT3-Auto. Du hast die komplette Porsche-Modellpalette mal wieder ausprobiert, oder? Ja, RSR bin ich letztes Jahr gefahren, aber jetzt im WC fahre ich Aston Martin halt. Oh, das ist eine andere Marke, aber trotzdem, ja, alles habe ich schon ausprobiert. Ist schon nicht so einfach, immer umzusteigen vom Auto auf Auto. Einmal hast du ABS, einmal hast du Traction Control, einmal hast du beides, einmal hast du nichts. Also ist schon nicht so einfach. Trotzdem auf P2 letztes Wochenende im Red Bull Ring Supercup. Also da war es auch wieder gut. Und mal schauen, was dieses Wochenende geht. Porsche sah ja heute Morgen schon ganz gut aus. SSR war schnellste im freien Training, Joost zweitschnellste. Was war dein Eindruck heute Morgen auf der Strecke? Ja, grundsätzlich muss ich mich selber mal ein bisschen einschießen. Habe mich auch sofort gedreht in der dritten Runde. Passiert, ich glaube, man ist am Limit und man versucht halt alles rauszuholen, was geht. Aber trotzdem, ja, ich glaube, SSR ist sehr, sehr, sehr stark vorne. Auch David Jahn hat eine gute Runde hingehauen. Ich hatte auch auf neue Reifen, da war nicht so optimal. Mal schauen, wir strugglen da noch mit der Balance ein bisschen. Schauen, dass wir vielleicht als Porsche zusammenarbeiten und da was Besseres finden oder so für alle. Aber mal schauen, wir müssen jetzt schauen, was wir im freien Training 2 machen und da versuchen, unsere Balance zu verbessern. Was sind so eure Ziele, die ihr euch gesteckt habt für das Wochenende? Es ist schwer zu sagen. Für mich ist erstmal in der Junior-Wertung mal aufs Podium zu kommen, wäre schon cool auch. Mal schauen, Top 10 müsste definitiv drin sein. Also ich glaube, da müssen wir auch hinarbeiten. Aber wer weiß, ich glaube, die Fahrer-Line-Up auch vom Schwesterauto ist gut. Und von mir aus sind wir ungefähr plus minus die gleiche Pace. Und mal schauen, ich weiß, wenn wir die Balance hinbekommen, warum nicht mal Top 5 in Overall. Was ist so, du bist in diesem Jahr das erste Jahr Vollzeit im ADAC GT Masters, im ersten Jahr, erste Saison mit dabei, kennst die Serie natürlich schon und das Umfeld aus den vergangenen Jahren. Was ist jetzt im GT Masters dein Eindruck von der Serie, von der Competition? Ja klar, wusste ich auch im Voraus schon, dass die Competition schon nicht so einfach ist. Also die ist schon stark und Werksfahrer sind hier und die fahren halt fast nur GT3. Was auch ein Vorteil ist im Nachhinein und das schon mehrere Jahre. Aber ja, ich glaube, ich
bin nicht der langsamste Fahrer normal und normalerweise müsste ich da irgendwie mithalten. Das ist auch mein Ziel. Ich glaube, dann kommst du hier auf die Meisterschaft und schaust, dass du halt die Besten schlagen kannst, um nachher in der Zukunft irgendwie mal ein Werksfahrer zu sein. Okay, dann wünschen wir dir bei dem Projekt viel Danke. Erfolg. Wünschen kurzfristig schon mal viel Erfolg bei der Abstimmungssuche und bei der Balancefindung vom Auto. Danke. Dann bleibt uns noch zu sagen, Rennen 1 und 2 Samstag und Sonntag jeweils ab 16 Uhr live bei Nitro, online im Stream bei TV Now. Wer gerne selber nach Zandvoort kommen möchte, kann das gerne tun. Wir haben die Tribünen offen am Samstag und am Sonntag, jeweils ab 8 Uhr. Tickets gibt es ausschließlich online bis Sonntag zu kaufen über adac.de/motorsport. Bis zu 3000 Fans können wir hier an diesem Wochenende begrüßen, die getestet, geimpft oder genesen sein müssen. Alle Infos dazu haben wir auf adac.de/motorsport. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschauen und bis morgen.